Willkommen zu einem Video, wo ich etwas zeigen möchte über Widerstände, die entweder als ohmsche Widerstände nicht temperaturabhängig sind oder praktisch nicht. Dann habe ich hier einen NTC-Widerstand, einen PTC-Widerstand und unten dann noch ein LDR, ein lichtabhängiger Widerstand. Da hinten sehen Sie eine Grafik, wo als Funktion der Zeit die Widerstandswerte dann gezeigt werden, die ich hier durch die Anschlüsse messen kann. Und ich werde dann mit dem Föhn hier die Temperatur am Widerstand verändern. Sie sehen dann den Effekt bei den unterschiedlichen Typen von Widerständen, die temperaturabhängig sind, und dann auch den Effekt beim lichtabhängigen Widerstand. Zuerst der ohmsche Widerstand. Das ist also ein Widerstand, den ich nachher von hinten auch mit dem Föhn heizen werde. Der ist praktisch unabhängig von der Temperatur. Sie sehen da hinten den Wert, der trotz dem relativ heißen Föhn da kaum geändert wird. Wenn ich jetzt umschalte auf den NTC-Widerstand, da sehen Sie den Wert, dann sehen Sie, sobald ich heize, wird da der Widerstandswert deutlich runtergehen. Das heißt, er wird besser leitend, ist ein Heißleiter oder ein Negativtemperaturkoeffizient, NTC, das ist die Abkürzung dafür. Man kann es benutzen als Temperatursensor. Und dann der PTC-Widerstand, jetzt angeschaltet, da ist das Symbol so mit den beiden Pfeilen parallel. Da sehen Sie den Wert aktuell und wenn ich dann heize, steigt jetzt die Temperatur massiv nach oben und der Widerstandswert auch. Also größerer Widerstand bei höherer Temperatur als ein Kaltleiter. Er leitet besser, wenn er kalt ist. Und schließlich noch das Beispiel mit dem LDR-Widerstand. Ich habe hier unten eines eingebaut und jetzt wird er mit dem Spot drauf geleuchtet. Der Widerstandswert ist relativ klein. Und sobald der Spot dann ausgeht, wird der Widerstandswert nach oben springen. Sehen Sie, damit kann man also Lichtschranken bauen etc. Optokoppler und so.